Hallo, mein Name ist Livius und willkommen zur 18. Folge vom Thief Simulator. In dieser Folge werden wir mal wieder ein bisschen rumklauen, da wir noch nicht so viele Level erreicht haben, um Beweglichkeit 2 zu erreichen. Was ich allerdings nicht genau weiß. Deswegen gucken wir aber nochmal nach. Nein, wir können es tatsächlich noch nicht erreichen. Wir benötigen Level 6, wir sind Level 4. Und wir haben keine Skillpunkte, das bedeutet, wir müssen ein bisschen was heute noch klauen. Dafür habe ich mir eigentlich keinen Plan gemacht. Ich sag's einfach so, dass ich mir einen Plan gemacht habe. Wir gucken mal ganz kurz in den Gegenständen, was wir so haben. In den Gegenständen befindet sich Brechstange, Dietriche und Schlüssel zur Eingangstür 113. Das heißt, wir gehen jetzt zu 113. Ich glaube, das war die ab 9 Uhr nicht mehr da waren. Das bedeutet, wir fahren jetzt mal auf den Parkplatz und dann schauen wir da mal um 9 Uhr vorbei. So, der Ton könnte ein bisschen leise sein, das macht aber nichts. Das waren ja in den letzten Folgen auch so. So, kann ich bitte, Dankeschön, Greenview Street. So, Mikrofon kurz richten. Und dann müssten wir gleich eine Greenview Street auftauchen. Dann fahren wir zu 113. Mal gucken, ob wir ein schickes Haus unterwegs entdecken. Dann brechen wir dort zuerst ein. Ansonsten brechen wir einfach ein irgendwo. Wir hatten ja dieses eine Haus da. Na egal. Leute, wir gehen jetzt erstmal zu 113. Und machen dort einfach weiter. Und zwar nehme ich dafür, ich weiß nicht, ob es ein Umweg ist. Und zwar parken wir dafür einfach. Nein, ich will nicht raus, ich wollte eigentlich schlafen. Heute sollte es jetzt eigentlich nicht mehr so viel ruckeln, weil alle Folgen hochgeladen sind bis 17. Und deswegen sollte es eigentlich keine Ruckler geben, es sei denn, iMovie will da wieder nicht so richtig mitmachen. So. Das heißt, wir schlafen bis 8. Wir wollen nicht verlassen. Okay, kleine Komplikationen in der Steuerung. So, bis 8 wollten wir schlafen. Okay, jetzt ist es 9. Ich habe ein bisschen verpennt. Ich weiß ganz ehrlich nicht, warum. Wir hatten ja in den letzten Folgen schon so, dass der mich ein bisschen verarschen will. Aber es macht nichts. Das heißt, wir rennen jetzt einmal zu 113 vor. Wir haben ja den Schlüssel. Und dann schließen wir dort einfach auf. Und gönnen uns ein paar Sachen. Ich nehme einfach alles mit, was ich sehe. Ich habe in den letzten Folgen, ich gucke mir die ja auch immer selber an, in iMovie. Falls ich da irgendwelche Sachen gemacht habe, die ich dann rausschneiden muss oder so. Und deswegen gucke ich mir die immer selber an. Und ich habe gemerkt, dass ich immer nicht alles mitgenommen habe. Die Pauls. Okay, einige sind davon noch zu Hause. Hallo. Okay, wir warten hier vor einfach mal, bis es dann, ich weiß nicht, ich glaube, der ist 2 Stunden. Die Uhr geht bei mir irgendwie, jedenfalls im Thief Simulator, 2 Stunden zurück. 2 Stunden, wohlgemerkt. Und deswegen gehen wir da gleich einfach mit dem Hausschlüssel rein und klauen uns da ein bisschen was, bis die dann raus ist. Also wir müssen ein bisschen warten. Das Coole ist, es ist alles weihnachtlich geschmückt. Vielleicht hat man in der letzten Folge schon gesehen. Und zwar nehmen wir heute mal den Drucker mit. Ich habe es euch vielleicht ja schon gesagt. Ich habe einen Drucker. Aber den muss ich für das Auto transportieren. Das bedeutet, das wird nichts. Okay, es ist 10 Uhr. Ist die Person schon raus? Ich weiß nicht, ob die Person schon raus ist. Es ist gerade auch keiner da. Das bedeutet, wir schließen einfach auf. Okay, Leute, dann nehmen wir mal alles mit, was wir tragen können. Bis sie dann irgendwann wieder da sind. Okay, das hat uns viel gekostet. Viel Trage.
Wir nehmen einfach so viel mit, wie wir tragen können. Wenn unser Inventar voll ist, sprinten wir rüber und machen das Ganze einfach nochmal. Sobald unser Inventar voll ist, sprinten wir direkt rüber. Mikrowelle. Okay, mein Inventar ist voll. Dann gehen wir wieder zurück. Sprinten über die Grenze. Sprinten dann wieder zurück. Upsala. So, dann sprinten wir hin, verkaufen das Ganze beim Pfandhaus. Und dann sehen wir uns gleich auf dem nächsten Raubzug wieder. Ab zum Pfandhaus, wir vertickern das nochmal schnell.